Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt es das allererste Modern Warfare Turnier. Wir machen ein King of the Hill Format. Hier werden jetzt zwei Duos aus der Community mit guten KDs. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, kommt auf den Discord und da könnt ihr euch dann eintragen, Screenshot schicken, wie gut ihr seid. Und wenn ihr hier gewinnt, kriegt ihr 10 Euro und bleibt auf dem Feld. Ja, das heißt, wenn ihr hier eine 10er Winstreak hinlegt, könnt ihr 100 Euro mitnehmen. Und wenn ihr krass gespielt habt, dann seid ihr auch bei den kommenden Pro-Turnieren dabei. Jeder hat die Chance, jetzt sich zu beweisen. Wir haben hier heute auch ein paar Special-Gäste dabei, die auch nochmal Ex-Fortnite-Pros, die sich hier auch ein bisschen beweisen wollen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Crasher und Lombi gegen Galaxy und Ice-T. Es ist natürlich so, Bedingung ist, dass ihr hier mitmacht, dass ihr richtig krass im 2 vs 2 seid. Ne? Und jetzt hier der Crasher und Lombi melden sich hier an, sagen, sie sind richtig krass und kriegen dann hier eventuell 1-6 aufs Maul. Oh, okay. Vielleicht 2-6. Oh! Totaler Start. Jetzt 2 gegen 1. Gucken wir uns das aus Lombis Perspektive an. So, deine Time zu schneiden. Wenn du jetzt stirbst, seid ihr raus. Und, ja, ich will nicht sagen, habt euch blamiert, aber es haben alle mehr erwartet. Muss er die Flagge holen und die bewachen die. Das machen sie gut. Ja, das war's. Kann nichts. Gar nichts. Absolut nichts. Waren die Gegner deutlich besser. Das sind die ersten 10 Euro. Das sind die ersten 10 Euro. Nächste Partie. Snickers und Timski. Ja. Das ging fix. Oh, Headshot. Guter Treffer. Holt er auf weg. Holt er auf weg. Es ist wirklich heftig, wie schwer es ist, 2 gegen 1 zu gewinnen. Oh, Galaxy alleine. Holt er weg. Oh, was? Was? Nee, was macht ihr denn da? Der ist One-Shot. Wieso schießt ihr denn nicht? Und der hat ihn schon. Und was macht er dann? Der holt im Nahkampf. Der ist schon low und er holt im Nahkampf. Das sind wichtige Shots. Die müssen treffen. Oh, Wurfmesser. Hat sich selber gelandet? Wurfmesser wieder draußen. Digga. Das war zwar nicht OP vom Movement her, aber Wurfmesser trifft, Shotgun trifft. Er hat beide getötet. So, muss man ihm lassen. Das ist es. Wieder 6 zu 2 gewonnen. Ein bisschen geschossen. Man kann natürlich auch durch dünnes Holz durchschießen. Ein bisschen Damage geben ist natürlich verkehrt. Er muss jetzt handeln. Oh, er ist in der Flagge drin. Oh, oh, was, was? Alter. Das können die nicht machen. Also aim-technisch und vom Movement ist ja auch hier Toxic MV Ghost nicht verkehrt. Das ist solid. Aber was war das eben für ein Taktikpatzer? Guckt euch das an. Das ist ein guter Spieler. Das hat man direkt gesehen. Aber was haben sie sich da gerade an der Taktik erlaubt? Dass der alleine im 2 gegen 1 die Flagge ist. Das ist ein ganz geiler Quickscope. Alter, er sieht ihn nicht. Er ist direkt in der Tür. Oh, er kommt. Oh, was für ein Reflex. Instant getroffen. Headshot. Digga, Respekt. Wie alt ist der? 14? Wie kann man so einen Reflex haben? Clever. Clever. Oh mein Gott! Digga, hat er ihn gehauen? Hat er ihn echt gehauen? Der geht. Warum geht der daneben? Ja. Einmal den Waffenschaft in die Hüfte. Er ist sofort tot. Vorher frisst er eine Ladung Schrot in die Brust. Das geht. Aber der Waffenschaft, der tötet alles. Ja, gut, sehr gut, sehr gut. Das hat geblendet. Und da geht alles rein. Und das ist es. Das ist es. Da wurde der Gewinner jetzt zum allerersten Mal hier im King of the Hill abgelöst. Guckt es euch an, Leute. Carnifex, Rumatra gegen Buster und AKN Rage. Und die Buster und AKN Rage waren mächtig. Das kann ein richtiger Flop sein.
Wenn Rumatra gewinnt, heftig. Schauen wir ihn auch direkt mal zu. Der ist nervös. Der lacht. Der hat gerade schon so ein Grinsen auf der Fresse. Streamt der gerade? Der würde so gerne die 10 € von mir mitnehmen. Oh mein Gott. Den hat er. Jetzt AKN Rage gegen Rumatra. 1 gegen 1. Wer hat gewonnen? Wer hatte mehr Leben? Die Zeit ist abgelaufen. Wer hatte mehr Leben? LOL! AKN Rage hat ein bisschen Damage kassiert. Rumatra hatte mehr Leben. Und damit gewinnen sie das. Mit der Taktik. Oh, wäre wichtiger Shot gewesen. Es war die... Oh! Karnifex holt das Buster weg. AKN Rage jetzt ganz alleine. Sie machen es richtig gut. Der Rumatra ist wirklich der defensivste Spieler, den wir bis hier heute gesehen haben. Es ist unglaublich. Aber es funktioniert! Guck dir das mal an! Der startet, legt sich ans Auto. Der hat den da hinten, glaube ich, auch schon Damage gegeben. Der hat mehr Leben. Ich glaube, der hat mehr Leben. Die Zeit ist auf seiner Seite. Oh Gott. Und er holt ihn weg. Es funktioniert! Das kann mir doch keiner erzählen. Rumatra holt die beiden im 2 gegen 1. Oh, Alter, Rumatra hat eine böse Position. Das ist es. Ich fasse es nicht. Sie machen es 6-3 gegen den Gewinner. Der Gewinner, der Gewinner, der Gewinner. Und sie machen einen 6-3. So, nächste Runde. Rumatra und Carnifex immer noch in der Winning Streak. Und das ist gleich eine richtig krasse Waffe gegen Kills und Chaos. Jetzt müssen die doch mal verlieren. Also jeder Zehner, den ich an Rumatra und Carni abdrücken muss, muss ich wirklich sagen, bei aller Liebe, tut doppelt weh. Das wird mir Rumatra noch einen Monat unter die Nase reiben. Ich sage, ja, hier, danke. Danke für die 20 Euro. Das ist übel low. Digga, sind die ein bisschen dumm oder was? Schon wieder die Flagge verkackt? Die liegen 0-2 hinten, weil... Also taktisch warten, was für manche campen ist. Ist zwar schön und gut, aber doch nicht, wenn ich die Flagge einnimmt. Was? What the fuck? 0-3? Chaos gegen Carnifex und Rumatra. Schöne Granate. Oh, der Rumatra ganz sicher. Carnifex ist halt echt One-Shot. Das kann Chaos gut schaffen. Das wäre ein schönes 2 gegen 1, was er hier gewinnen könnte. Und es geht wieder der Countdown runter. In 5 Sekunden ist wieder die Flagge in der Mitte. Carnifex in der Flagge. Digga, es ist hervorragend gespielt, weil er weiß, er ist low. Er weiß, Carni ist low. 2 Schüsse reichen. Er kriegt selber 2 Schüsse ab, aber er kann sich noch tanken, weil er Full Life hatte. 0-4. Rumatra alleine. Rumatra 2 gegen 1. Seine Time to Shine jetzt. Bisher viel am Campen gewesen. Das war sau schlecht. Wieder Shotgun rausgeholt. Molotow gesetzt. Es brennt. Guter Shot, aber es reicht nicht. 1-6. Ich fasse es nicht. Wie man hier sieht. Oh. Kommt rüber. Chaos holt ihn weg, Leute. Chaos ist echt heftig. Also ohne Witz ist Chaos bisher der beste Spieler des Turniers. So welche haben wir gesucht. Das ist halt wirklich. Nee, was macht denn Kills gerade? 0-3. Ich bin schon wieder bei Chaos rein. Also diesmal gibt es sogar noch ein Wurfmesser mit dabei. Aber es ist halt super clean. What the fuck? Er spielt halt einfach gefühlt fehlerlos, ne? Das sieht aus, als würde es Bock machen, wenn man gut ist. Ja, 2 gegen 1 jetzt, Chaos alleine. Wird das der Sieg? Da ist ja noch ein 1 gegen 1. Wird das der Sieg oder wird das ein 5-4? Zieht er sich zurück? Oh mein Gott. Er gewinnt es einfach. Das ist jetzt die 3er Winning Streak, richtig? 30 Euro. Kalk und Kenny Zero, 2 Fortnite-Profis,
gegen Kills und Chaos. Und Chaos bisher absolut Spieler des... LOL, ja, eine gute Position. Oh, holt er noch weg? Halt's Maul. Ja, das ist schade. Obwohl, warte. Nee. Bleibt mir lieben. Ach du Scheiße. Kills hatte mehr Leben als Kalk. Oh mein Gott. Sie waren beide so low. Aber Chaos hatte davor genug Schaden verursacht. Und dann ging es darum, weil keiner die Flagge eingenommen hat, wer mehr Leben hat. Oh mein Gott. Das war Clone. Oh! Chaos ist raus! Random Nate! Oh, jetzt geht er noch. Aber Kills hat Schaden. Gesehen das auch. War das schon wieder eine Nate? Digga, die haben beide mit einer Random Nate geholt. Flagge ist da. Direkt drauf und es reicht. Es reicht. Oh, wie knapp. Oh, der ist halt auch von der Taktik einfach nur. Einfach nur stark, ne? Ziemlich gut ist. Oh mein Gott. Ich hab den gar nicht gesehen. Und Headshot auf Kenny Zero. Chaos, das ist heftig, Mann. Einfach rein. Und dann wieder zurück. Auf Granate. Oh mein Gott! Ultra krank. Also, sie werfen einfach auch Granaten drauf. Beide laufen drauf. Hat er noch versucht zu knifen. Geht nichts rein. 3 zu 4. Schafft er das noch? Sie an und kann ihn dann knifen. Oh mein Gott. Digga, 4-4. Kalki, eine sehr gute Position. Der ist weg. Oh mein Gott, Kalk Double Kill. 5 zu 5. Absoluter Matchpoint jetzt. Oh mein Gott. Oh was? Obwohl Kalk die Tür abgeaimt hatte. Kenny Zero jetzt alleine. Oh mein Gott. Oh, er ist unterwegs. Oh mein Gott. Jetzt kommt gleich die Flagge. Schnell nochmal nachladen. Alter, ist das spannend. Absoluter Matchpoint. Nein, ich krieg die nicht. Oh mein Gott. Der war doch nicht auf eine Kugel mehr. Guckt euch an, Nein. Eine Kugel entscheidet das Game. Und Kills und Chaos gewinnen das. Holy shit. So, nächste Runde. Oh, es geht gleich wieder mit einer fantastischen Waffe los. Sie haben sich schon 50 Euro gesichert. Bisher konnte sie keiner schlagen, auch wenn es sehr knapp war. Gegen Kalk und gegen Zero. Das ist immer noch das absolut krasseste Duell. Jetzt geht's hier mit der Waffe weiter. Chaos holt die Shotgun raus. Mit der Shotgun ist der halt so krass, ne? Hat er bis jetzt jede Shotgun-Runde gewonnen? Oh mein Gott! Chaos jetzt 2 gegen 1. Unterzahl. Oh Gott, ist er wieder in der. Da ist er geblendet und geht down. Ja, auch geblendet, kann er da auch nichts machen. Nachladen. Holy shit. Dann, Alter, what? Beides die besseren aus dem Team. Und jetzt Steps her. Oh nein, das wäre so wichtig gewesen. Oh. Drei Gärtner, da ist schon eine Hausnummer. Oh. 2 gegen 1 jetzt. Jetzt wird's kritisch, ja. Jetzt wird's echt. Das ist schwer. Jim Buda Frank, ganz allein. An der Flagge. Oh mein Gott. Oh, ne, wird auf Flagge. Oh, das wär's gewesen, ey. Das wär's gewesen. Das ist es.
Chaos und Kills wurden vom Thron gestoßen. Nichtsdestotrotz 5 Siege am Stück. Ja, die krasseste Partie überhaupt gegen Kaiko Kenny Zero. 50 Euro habt ihr. So, nächste Runde. Ich glaube, die letzte für heute eventuell. Letzte oder vorletzte. Ich bin jetzt nochmal gespannt. Lammerboy alleine. Eben Spieler der Partie. Jetzt schon Schaden kassiert vom Molotow-Cocktail. Und das ist es schon gewesen. Ja. Schau, dass du in die Gruppe kommst. Hab Kontakt zu den Mods, wenn sie dich anschreiben. Frag, wie du das Geld haben möchtest. Digga, die sind ja solid. Jedes Mal, wenn es... Wir sind jetzt schon so weit. Wir sind jetzt schon so weit in diesem King of the Hill Turnier, dass jedes Mal, wenn einer gewinnt, dass der total OP ist. Ja, 6-1. 20 Euro. Für Frank und Lamaboy. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Wir sind fertig. War das erste Mal Format King of the Hill. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, gerade diese knappen Duelle. All diejenigen, die heute krass gespielt haben, sind im Pro-Turnier dabei. Werden dann in verschiedenen Gruppen in der Gruppenphase gegeneinander spielen. Kommen dann ins K.O.-System. Nicht nur ein Duell, sondern Best of Three. Es wird dickere Preisgelder geben. Und dann der erste Platz wird irgendwie 1.000 Euro oder so bekommen. Peile ich an. Das ist auf jeden Fall für mich ein sehr gelungenes Call of Duty. Und der 2-vs-2-Modus ist gamesübergreifend. Auch diejenigen, die nichts mit Call of Duty anfangen können, findet jeder gut. Aber der Modus ist ja dafür gemacht. Das ist ja wohl der, also von all den Dingern, die wir bringen, ist das ja wohl am ehesten E-Sports. Also da wird auch was richtig Geiles E-Sports-technisch draus entstehen. Wenn euch das gefällt, gerne Follow lassen. Gerne nochmal die gebündelten Highlights auf YouTube reinziehen. Und ganz, 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 ganz wichtig für diejenigen, die es geil finden. Ich habe noch keine Call of Duty-Zuschauer. Ich habe da gerade erst, bin dabei, Fuß zu fassen. Ne, ist halt keine große Schnittmenge zu dem Content, den ich bisher gebracht habe. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr den Stream und die Highlights-Videos mit euren Leuten, die Call of Duty zocken, weil da draußen gibt es richtig, 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 richtig viele und die kann ich nur durch euch erreichen, dass ihr das dann einfach teilt. Würde ich mich riesig drüber freuen.